Herzlich willkommen zurück, liebes YouTube. Lumpenchat sagt mal Hallo. So, wir sind endlich am Portal angekommen. Und jetzt werde ich da Die Rune durchgehen. ruft? Die Rune ruft. Ich sag natürlich nichts. Ob ich durch dieses Portal möchte? Natürlich möchte ich da durch. Weiter geht's. Wir stehen euch zur Seite. Ja. Nein, 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 Endlich nein, zurück in der Heimat. Aber bei den Feuern von Bargagor, was ist hier geschehen? nein. Naja, also. Uthran ist überrannt. Brannigans Truppen haben sich über ganz Schiel Kein ausgebreitet. Wunder mit nur einem Verteidigungsturm. Sie sind überall. Oh, ihr Ich Minotauren. fürchte, ich muss euch noch einmal um Hilfe bitten, Runenkrieger. Kann ich nicht einfach so kaputt kloppen? Na, Kommt mit. Feuerhaufen. Ich kenne einen gut befestigten Außenposten. Wenn es noch Überlebende gibt, dann dort. Folgt mir. Ein gut befestigten Außenposten, habt ihr das Lager gesehen? Das ist ein Witz. So, jetzt stehe ich hier, oder was? Ah, okay. Ich gehe einfach durchs Portal und sag tschüss. Jo, tschüss. Mach's gut. Ja, nö. Der wird doof gucken. Okay, ich spreche nochmal. Oh, warte mal, wenn wir gerade dabei sind. Ach, toll, du brauchst wieder so. Kommt, folgt Oh. mir. Wieso folgen? Mach's kaputt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Ihr habt so richtig schöne neue dicke Keule. Oh, genau. Wir werden angegriffen. Guck mal, Loot. Amethyst habe ich auch noch. Bleib mal Bei stehen. den verfluchten Augen Zaras. Was für ein Ritt. Er hat Das war bitte ein gesagt, ja? verdammt gutes Ist Stück okay. Arbeit, Er hat Freund. bitte gesagt. Ohne euch wären wir verloren gewesen. Wer hätte gedacht, dass uns ausgerechnet ein Runenkrieger die Hoffnung zurückgeben würde? Unsere Wege trennen sich hier, Einar. Ich muss weiter. Tiefer ins Wildland. Ja. Rohn hat noch immer einen großen Vorsprung. Natürlich. Ihr werdet die Unterstützung meiner Leute brauchen, um die Monumente Ach, freizugrenzen. Blödsinn. Brauche ich nicht. Sprecht mit Hauptmann Bahir. Er hat hier das Kommando. Ein zäher, misstrauischer Bursche. Lasst euch nicht von ihm abweisen. Viel Glück. Ja, Erik. Okay. Lassen wir Dicky mal Dicky sein. Ich weiß nicht, wie ich es sonst anders betiteln sollte. Muss ich dem jetzt folgen? Er rennt doch sowieso in jedes. Ich schau mal schnell mein Questlog. Erstmal Pause. Und sondern schau ich mal. Ach, kann ich auch nicht. Gott. So, dann mir egal. Ich will hier wissen, was hier noch ist. Dann soll er sich zum Teufel scheren. So. Männer, seht doch, einer ist zurück. Wird auch Zeit, dass ihr euch hier einfindet, Sergeant. Ach so, hier ist er hingegangen. Ja, okay, dann könnte ich ja gerade noch mal Ich dahin bin gehen. ebenfalls erfreut, euch zu sehen, Hauptmann. Ich habe keine Ahnung, was Dicky gekifft hat, dass er sich sowas zusammenschreibt. Aber interessante Version. So. Aber ich wollte ja viel, viel mehr. Das ist ja viel wichtiger. Warte mal hier. Ich bleib mal hier stehen. Hier meine Edelsteine austauschen. Hier, guck mal. Mensch, Stufe 4. Sehr schön. Dann habe ich hier so einen richtig kranken, sicken Shit. So, was habe ich denn hier? Stufe 6. 6, 5. Was ist eine Schützin? Runenkämpfer. Mentalistin 8. Oh, ist Talia aufgestiegen auf 3? Nee, Talia war schon 3. Wieso kann ich eigentlich steigen die wieder auf? Entweder nur ein Fünftel gelesen. Ja, warum auch nicht? Reicht doch. Gibt ja keine Informationen von euch, vernünftig. Das beantwortet immer noch nicht meine Frage. Ich habe gar kein Bedürfnis, hier mit euch mitzugehen. Wisst ihr das eigentlich? Ein gut bewachtes Feld. Was gibt's denn hier? Gibt's den Händler oder sowas? Oh ja, hier gibt's einen Händler. Geil. So, schauen wir mal. Was hast du denn? Ragnar. Ist der echt Ragnar? Ragnarok. Lol. Händlerin Ragnarok. Ich öbbel mich weg. So. Was ist das? Stufe 5. Förster und Sägemühle. 60 Silber. Boah, Alter, wie viel Silber die verlangt. Kriege ich aber doch sowieso sicherlich. Ich finde das aber hart, ey. 72 Silber. Wow. Okay. Wie abwechseln sie sich hier Sachen von mir? Ich müsste eigentlich mal wieder in die Stadt. Möchte ja eigentlich ganz gerne mal verscherbeln.
Ne? Guckt euch an, was ich hier an Asche zusammenkriege. Auch hier. Wow. Okay. Ich habe echt mittlerweile viel. Hm. Ich behaupte, das, was die mir verkaufen will, kriege ich später auch zusammen. Hier ist echt ein bisschen was los, ne? Seht doch hier Gegner. Wo sind die denn? Bist man barbar. Ja, da werde ich wohl mit dir reden müssen. Hier, erstmal mit dir. Was treibt ein Runengebundener hier in Schiel? Sprecht rasch, bevor ich euch aufspießen lasse. Genau. Ich bin auf der Suche nach Meister Run. Mein Weg führt nach Osten ins Wildland. Ins Wildland? Dann macht euch nicht allzu viel Hoffnung. Was ist hier geschehen? Was ist hier geschehen? Zwei große Armeen der Schwarzen Faust kamen aus dem Wildland bei Nacht. Ein Verräter in unseren Reihen öffnete ihnen die Tore und vergiftete unsere Herren. Wir wurden im Schlaf überrannt. Nun halten sie den gesamten Osten sowie das Dorf Ganan. Sie haben alles besetzt, selbst eure Runenmonumente. Was ist hier geschehen? Wieso, was ist hier geschehen, Anja? So wie immer. Helft mir, die Monumente zu befreien. Ha, wer seid ihr? Utran schuldet euch nichts. Erik fehlt kämpft halt, ihr euren Krieg, wir kämpfen den unseren. Ich kämpfe bereits den euren. Ohne meine Hilfe wären eure Männer für immer im Schattenhain geblieben. Was ist hier geschehen? Wieso, was soll dann hier geschehen sein? Wart ihr es, der Einar gerettet und ihre Nachschubwege unterbrochen hat. Wir spielen Ruhm, Spellforce. Nun denn, es soll euch Hilfe gewährt werden. So wie jeden was Mittwoch. Braucht ihr? Einige eurer Krieger, um die Runenmonumente zurückzuerobern. Wie geht's dir denn? Männer wollt ihr? Seht euch um. Wir haben kaum genug dieses Lager. Guck mal, Lager wenn Erik wüsste, dass du da bist. Das kann und will ich nicht entscheiden. Nur der Lordkommandant kann das. Der Lordkommandant? Ich habe nur zitiert. Ach so, okay. Wo finde ich den Lordkommandant? Wo finde ich den Lordkommandant? Er ist schwach und ohne Bewusstsein. Das Gift des Verräters frisst sich durch seinen Körper. Lady. Unser Feldscher ist machtlos. Wenn nur der Lord entscheiden kann, was sie hier nicht zu entscheiden wagt, dann muss er so rasch wie möglich geheilt werden. Wie ich bereits sagte, dazu reicht unsere Heilkunst nicht Liebe aus. Etwas Liebe hier im Chat. Das Sehr Gift schön. Brennigans ist grausamer und tödlicher als alles, was wir kennen. Dann bedarf es dazu elfischer Arznei. Bekommt seine Anerkennung. Nun, Shanmue aus Lianon ist eine Heilerin der Weißen Schule. Wir hätten nach ihr geschickt, aber es ist nicht ihr Krieg. Wenn euer Kommandant stirbt und ich die Monumente nicht erreiche, dann wird es sehr bald ihr Krieg sein. Dann geht und ersucht sie um Rat. Im Süden, dort auf der Anhöhe, befindet sich das Portal nach Lianon. Oh. Aber seht euch vor. Unsere Späher berichten, dass sich in der Nähe des Portals einige gefährliche Kreaturen herumtreiben. Okay, Questbuch. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal irgendwie wieder in die Stadt. Erobern die Momente, der sterbende Kommandant sucht Scheine in Libanon auf. Ja. Also, das ist ja jetzt ein bisschen was, ne? Bin ich. Da. Alter, wie viel Edelsteine ich habe, ne? Okay. Ja, was ist das denn hier mit dem Sergeant? Gut, euch zu sehen, Freund. Gern geschehen. Mehr nicht? Wow. Das ist doch richtig viel zu sagen. Okay. Wohin gehe ich jetzt zuerst? Und vor allem, ich muss den Lordkommandanten irgendwie... Wer ist denn hier der Lordkommandant? Keiner. Wahrscheinlich hier unten. Da schläft er. Wollen wir wetten? Hier bei den beiden Magiern. Da schläft sich's gut. Okay. Na dann. Schauen wir mal. Hauptquest. Obert die Monumente. Wie richtig gut das ja mal wieder ist, dass man das lesen kann. Hilfe und wird nötig sein, um die Wachen zu vertreiben. Okay. Ja, vergiftet worden, der Herrscher. Was macht noch mal ein Mittel gegen Gift von ihm? Sie lebt in Linanon. Ist das die Stadt, wo ich schon mal war? Weiß das einer? Guck mal, Feierabend muss direkt sein Venus zeigen. 80 Kilogramm Stahlofen. Kann mir das mal einer mal sagen? Ist das die Stadt, in der ich schon mal war? Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen? Das wäre echt anstrengend. Ich meine, ich kann hier so ein bisschen die Minotauren selber kaputt machen. Da habe ich ja keinen Schiss vor, glaube ich. Guck mal hier. Die paar kleinen Minotauren. Na, Lianon, da. Geht doch. Mach ich mal gerade alleine. Pull ich mir jetzt ein bisschen. Komm. Kommt.
Put, 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 put. Pull, 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 pull. Da. Ich meine doch, ach. Der hält ja gar nichts aus. Ich hab gedacht, das sind, weißt du, Minotauren. Oh, zwei Schläge, zack. Firehawk, hat auf 40. Ich denke, ich habe hier richtig Herausforderungen. Oder sind das so? Naja. Pappminotauren. Hier, drei Schläge down. Oh, schön. Vier. Läuft. Tot. Jetzt bin ich UHD. GZ. Gratulation natürlich dazu. Mich ärgert das übrigens immer noch, dass ich hier nicht die Stufe 4, 5 schon anwählen kann. Würde gerne, aber ich weiß nicht, warum ich es nicht kann. Das ärgert mich. Weil dann könnte ich nämlich dieses geile Stück von Zweihänderwaffe in die Hand nehmen. Hier, muss er denn? Wo ist er denn? Oh, weißer Magie 1? Nee, nee. Nochmal. Ich mach dich erst kaputt. Minotauren. Putzi. Hat sowieso nichts. Genau. Die Linien müssen halten. Dann habe ich schon wieder 30 Stunden seit Transfer zusammen. Das ist richtig. Als guter Mod hast du ja natürlich auch immer anwesend zu sein. So, wo ist meine geile Zweihänderwaffe? Bin ich doof? Konnte ich nicht tragen die ganze Zeit. Kann ich sie jetzt tragen? Nee, oder? 6 bis 11, 8 bis 15. Na, 9 bis 15. Genau, hier. Das Gedöns. Die will ich haben. Kann ich aber nicht, weil ich Schlagwaffen 5 brauche. Kann ich aber nicht nehmen, weil ich habe Punkte, aber kann ich nicht setzen. Das ist ärgerlich, ne? So, ja, wir haben mal gerade das Minotaurendorf ausgerottet. So wie sie es gehört. Spontan. Spontan ist immer noch am besten. Hier ist auch einfach nichts mehr. Da unten ist noch ein kleines Orkdorf. Eigentlich kann ich das auch selber ausrotten. Wenn ich mir das so anschaue, ist das so ein Witz. Minotauren. Oh, oh, oh. Standhalten, Männer! Schickt mir Gegner. So, mach das jetzt selber. 4 und 3 Schaden. Wir werden angegriffen. 42. Alles One-Hits. Oder Two-Hits. Okay, Two-Hits. Standhalten, Männer. Easy. Guckt euch dieses billige Dorf mit Minotauren an. Übrigens geile Tanks, muss man sagen. Normalerweise Minotauren. Naja, ein anderes Spiel. Nicht in diesem, aber bei anderen Spiel. Geiler Tank. Heißt noch zweimal Repose gewinnen. Das ist richtig. So. Wo hat sich der Erik denn hin verkrümmelt? Ist er jetzt komplett beim Diggi? Und hört sich seine selbstgeschriebene Geschichte an. Ich glaube, den Stream muss ich mir nachträglich mal geben. Also, was auch immer der für komischen Schissel da zusammenschreibt. Bin ich mal gespannt. Ach, guck mal. Also, dauert ein bisschen das Runtergeknüppel. Ja, so wie ich es verstanden habe, ist der drüben beim Diggi. Der hat eine selbstgeschriebene Geschichte über Erik, also Gronkh und Sarazza geschrieben. Glaube ich. Also hat er zumindest eben hier die ganze Zeit gepostet. Ich habe keine Ahnung, was der geraucht hat. Also eigentlich bräuchte ich ja nur ein Heldenmonument, ne? Da habe ich 4 Helden und dann ruppel ich hier einmal rüber. Das wäre voll easy, aber nein. Eine Hütte. Ja, eine kleine Hütte. Mit Fury-Elementen, hab ich noch vergessen. Warum mit Fury-Elementen? Hab ich noch vergessen. Fury-Elemente? Würde gerne mehr davon haben. Habe ich aber nicht. Schwarze Magie, Metallmagie, Weißmagie. Mann, ey. So viel Energie hier. Ah, hier sortiert. Sehr schön. 4 Nekromant. 4, 2. Oh, ich kann hier auf jeden Fall echt einen Riesensprung verscherbeln, ne? Elementarmagie. Ist echt alles möglich dabei. Eigentlich hätte ich ja... Eiskräfte wären richtig geil. Aber ich muss auch sagen,
So wie Dornschild, weiße Magie, aber so viel Auswahl. Echt so ein richtig geiler Dunkelficker zu sein, wäre schon nice. Das ist mal eine nette Lebensmittel hier. Hier bin ich bei 203. Was? Wie 203? Ach so, ja, okay. Jetzt frage ich, was du meinst. Wieso? Ich bin immer noch überlegen, ob ich durch das Portal soll oder hier einfach selber den Laden hier einmal wegräume. Das sieht man jetzt. Hier guckt euch das bisschen an, was hier rumsteht. Die paar Minotauren kriege ich auch eigentlich alleine weg. Aber ich bin eigentlich gesagt auch ganz froh, wenn ich endlich mal in die Stadt kann. Na? Na? Wo ist meine Kiste? Gibt keine. Toll. Also hier das kleine Dörfchen, weißt du? Da kann man doch mal gerade reinmarschieren und einmal platt machen. Wo ich nicht weiß, wie viel die aushalten. Ja, ich möchte dieses Portal betreten. Bin in irgendeiner Stadt. Okay. Na dann. War ich hier schon mal? Ich glaube ja. Da wurde mir doch gesagt, nee, du darfst. Das ist so übel, wenn einem halt der Walk of Four jedes Mal wieder hingeballert wird. Wenn ich eigentlich gar keinen Bock darauf habe. Dann wüsste ich wenigstens schon, ob ich hier bin. Guck mal, hier ist irgendwas rot. Das ist ein Geist. Sauber. Geist des Schreibers wird platt gemacht. Krieg ich hin. Ach hier, guck mal. Dich hatte ich doch auch schon mal. Hier, mach mal den Geist platt. Der kann sowieso nichts. Oh, Mentalist. Sehr nice. Kloppe ich dich doch gleich doppelt. Wir werden angegriffen. Genau. Der stunt mich sowieso größtenteils. Daher ist das vollkommen egal. Oh, geil. Direkten Loot. Ich habe einen Ring und einen Federkeil. Ich muss den Federkeil, glaube ich, sowieso besorgen. Ne? Irgendwann war doch eine Quest da. Wo ist der Ring? Denn nicht eben. Ist das auch ein Ring? Ist ein Questgegenstand. Okay. Hier, wo ist es denn? Hier. Suche einen magischen Federkeil. Genau. Zu Gaga. Oh Gott, wer war Gabara? Ich habe keine Ahnung. Darum ärgert mich, dass er die ganze Zeit, dass man das nicht nochmal sehen kann. Ist hier noch irgendwas Tolles? Eine Kiste, glaube ich, ne? Ja, alles klar, Kiste. Das ist für mich richtig super, wenn der Fog of War nicht... Also ich war hier auf jeden Fall schon mal. Kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, hier war das kleine Minidorf. Schahut nur Mut. Brock, was ist mit dir? Und hier oben kam ich nicht lang, weil die Mauer zu war, ne? Irgendwas war hier, ja. Genau. Hier oben waren Rudel Wölfe mit Kisten. Ah, ja, ich war hier auf jeden Fall. Ich entsinne mich. Grüße. Was hattest du? Nichts. Toll. Aber hast immer noch das blöde Ausrufezeichen über den Schädel, ne? Mann, ey. Okay. So eine Schwarzhand. Ich weiß gar nicht mehr, was du hast. Und da ist Shan Mior, mit der wir ja sprechen müssen. War Shan Mior? War das nicht hier? Shan Mior, genau. Das, die hab ich. Federkeil. Wundertinktur aus der Tiefe. Bringe den Ring des Geistes zu Orat. Nee, ist Orat. Oh Gott, ich hasse diese Leute, wenn man sie immer wieder ansprechen muss. Okay, du bist uninteressant. Orat. Darius. Bart. Nicht Simpson, so viel steht schon mal fest. Jetzt muss ich. Vor allem, wenn die gar nichts mehr haben, warum haben die immer noch so ein blödes Ausrufezeichen? Ihr seid Aunirs Licht. Ja, seht ihr? Kein Text. Kann der Scheiß nicht verschwinden? Würde mir seid so gegrüßt, viel Arbeit junger sparen. Krieger. Bitte erzähl mir mehr über. Erzählt mir etwas über. Danke! Ja, okay, ich muss ja mit der reden. Daher ergibt das ja Sinn, dass ich jetzt dahin gehe. Was war hier denn? Oh, hier. Was habe ich denn hier? Ah, ihr seid zurück. Oh,
Du bist hübsch. Ich benötige Heilung. Lord Tinaren Schiel braucht eure Hilfe, Shan. Was fehlt ihm? Ein seltsames Gift bringt ihn langsam um. Es lässt seine Lippen schwarz werden und raubt ihm das Bewusstsein. Schwarze Lippen? Das ist der dunkle Kuss. Natürlich. Ein magisches Gift, das der Zirkel einst erschaffen hat. Nennt sich Lippenstift? Es gibt ein Gegenmittel. Man nennt es Alphalas-Trank. Alphalas ist ein seltenes Kraut, das hier im Norden von Lianon wächst. Darf ich da oben jetzt hin? Wenn ihr mir etwas davon bringt, kann ich den Trank zubereiten. Horde Goblins. Ich fürchte allerdings, eine Horde Goblins hat sich genau dort breit gemacht, wo das Kraut wächst. Ach, easy. Sie werden von einem gewissen Burgle angeführt. Vernichtet Burgle und seine Bande und bringt mir das Alphalas-Kraut. Nur dann kann ich eure Nord-Tinar retten. Chloroform. Die Wachen an der Nordbrücke werden euch den Schlüssel zum Nordtor geben. Ja, wohl doch mal Zeit, Mensch, dass ich da oben hochkomme. Hier, ich benötige Heilung. Ich benötige Heilung. Hau rein. Eure Wunden sollen geheilt werden und Krankheit und Gift gebannt. Danke. Hier, warte mal, hier habe ich Ota. Ota? Hier, da, Ota, genau, hier, da. Los. Die Wachen im Norden. Kann nur hier sein? Geil, da komme ich da oben doch hin und kann alles kaputt machen. Oh, warte mal. Wenn ich hier schon eine Heldenrune habe, dann... nö. Ja, dann... 3 oder 6, passt. Rufen wir mal her. Ist ja sonst langweilig. Was ist hier mit Leuten? Ihr seid es. Was ja. wollt ihr? Du hast wahrscheinlich nichts, habe ich mir fast gedacht. Stehe bereit. Meine Schützen. Sehr schön. 3. Die halten halt nicht so viel aus, ne? Wenn ich mir meine Statistik anschaue und deren, sind die halt dezent am Hintern. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. So, alle da? Sehr schön. Auf mein Kommando. So, wir geben jetzt den Ring. Na, guter Aim. Nee, nicht gegeben. Da oben ist noch der komische, genau, Tyga-Gedöns. Wie sie alle mitkommen. Ihr seid es. Berichtet mir von euren neuesten Abenteuern. Und denkt daran, einen Blick auf unser Angebot zu werfen. Ja. Hier, guck mal. Ich habe einen dieser weiteren Ringe. Ich habe hier einen weiteren Ring. Lauf, Schlampe! Lauf! Tatsächlich. Dann ist es also wahr. Natürlich. Ein weiterer Geist ist erschienen. Ein Magier. Das muss einer von Utwins Schreibern oder Kartografen gewesen sein. Man berichtet, dass sich unter ihnen einige befanden, die der Zauberkunst mächtig waren. Kunst. Hier, nehmt dies als Entlohnung. Oh, was gibt's? Meint ihr, es tauchen noch weitere dieser Geister auf? Wer weiß. Es würde mich nicht wundern. Utwins Gefolge war groß. Krieger in prächtigen Panzern, Schreiber und Forscher, aber auch Speer aus den Dunhan-Wäldern. Nicht nur altes Wissen, auch Gegenstände und Waffen von unschätzbarem Wert verschwanden damals für immer mit ihnen in der Tiefe. Na super. Mama, was habe ich bekommen? Erstmal will ich wissen, was ich bekommen habe. Stehe bereit. Auf dem Weg. Eine Rabenkappe. Was ist denn eine Rabenkappe? Helme. So. Helm der Anfänger. Einfacher Glaubenstein. Milizhelm. Rabenkappe. Wow. Kann die keiner tragen? Weiße Magie 7. Schwarze Magie 10, ne? Das Ding ist schon ziemlich nice. Okay, also du hast mir jetzt nicht viel gebracht. Ah, ihr seid. Aber du kriegst jetzt noch ein Blick. Berichtet mir von euren neuesten Abenteuern. Bitte mehr Geister in der Miene. Denkt daran, einen Blick auf unser Angebot zu werfen. Danke. Einer der Geister trug dieses Buch bei sich. Ein Buch aus Utwins Zeit? Lass mich sehen. Zum Seelenfluss damit. Ich hätte mir denken können, dass es eine alte Runenschrift ist. Jetzt muss ich irgendwie was bringen, damit es lesen kann. Zeigen. Er studiert die alten Schriften und kennt vielleicht die Sprache, in der es verfasst wurde. Ja, natürlich kennt das Darius. Auf mein Kommando. Folgt so, mir. So, Darius war... Natürlich. Fragen wir Darius. Habe ich irgendwie Level Up mittlerweile wieder? Noch nicht. Ich kann immer noch nicht 5 anwählen. Das ärgert mich voll.
Aber immerhin sehen meine Leute jetzt wesentlich besser aus. Eine Klingenwaffe, Segnung, Bogen, Armbrust. Eben Natursegnung. Du bleibst sowieso die ganze Zeit vorne. Du bist doof wie Brot. Und warum kommt ihr nicht mit? Seid gegrüßt, junger Krieger. Könnt ihr mit dem Buch anfangen? Könnt ihr etwas mit diesem Buch hier anfangen? Lasst mal sehen. Talindische Gildenrunen. Recht alt, würde ich sagen. Noch aus der Zeit vor dem Zirkel. Woher stammt es? Von einem Schemen, der aus den Schächten der alten Ostmine aufgestiegen ist. Orta glaubt, es handle sich um die Geister von Utwins Expedition. Schöne Apfelbäume. Glaubt ihr das? Oder Bärensträuche. Für einen alten Soldaten ist Orta gut im Bilde. Ja, in der Tat, Utwin gehörte der Talindischen Gilde an. Könnt ihr etwas davon entziffern? Nein. Dazu brauche ich mehr Zeit. Aber es scheint sich um ein Tagebuch oder etwas Ähnliches zu handeln. Okay. Die Rune befiehlt. Was sagt mein Questbuch jetzt? Unverzüglich. Schauen wir mal rein. Magierschild aus Lavagestein. Geil. Magierschild. What the fuck? Beliebige Magie 8. 8. Wie er das einfach nicht tragen kann. Trage es doch einfach. Es wäre so geil. Warum kannst du es nicht tragen? Geil, du bist schwach. Schwach. Krieg ich ein dickes Ding und dann sowas. Vorwärts. Folgt mir. Wow, ihr geht doch alle auf einen Knopf. Warum geht das nicht? Egal. Quest. Nur den Schlüssel im Festtor, Zauberwerk. Wer war Gaba? Das ist für mich immer noch die Frage. Haltet Ausschau nach weiteren Geistern. Okay, wer ist Gaba? Und hier war die Mine, ne? Oh! Schnell. Alles klar, töten wir noch ein paar Geister. Mir Wenn wir schon dabei sind, ne? Können wir mal auch ein paar Geister töten. Ich finde, diese Parts kommen eigentlich ein bisschen zu kurz. Auch wenn die Bauparts ganz cool sind. Aber ich finde das hier mit meinen Leuten ein bisschen durch die Gegend kloppen eigentlich ganz geil. Gaba war niemand von hier, ne? Nee, auch du warst nicht Gaba. War vielleicht aus der Stadt. Hier, mach mal platter. Verstärkt die Deckung! Hohoho. Hier. Mentalist, weißt du? Könnte ja sonst irgendwas auslösen, aber nein. Statt hinten zu bleiben. Die Rune. Zu Befehl. Nein, da wird dann. Die Rune befiehlt. Heilung. Auch ihr. Was wünscht Magier? So richtig geil, weißt du? Runenkrieger, zu dämlich. Anstatt sich irgendwie, dass ich die Kräfte auf Auto setzen könnte oder so. Nein. Oh, ich habe einen Ring. Gebrochener Schwert. Ist das ein Bogen, den ich bin? Ach, verdammt, das ist ein Questgegenstand. Okay, und wieder zurück. Warum? Weil doof. Folgt mir. Ja, bringen wir ihn zu Ort. Mein Gott, natürlich bringen wir ihn da wieder hin. Und los. Ich sag euch, das ist gar nicht so einfach, ne? Hingehen, Geister töten, Loot nehmen. Dahin bringen, irgendeinen anderen Spaß die befragen, wieder hingehen, Geister töten. Nee, aber mal ehrlich, also ich finde den Part mit den Leuten ganz cool, nur ganz ehrlich, was macht ein gottverdammter Mentalist? Auch wenn er ein Schild hat, als Priester im ersten Rang, oder hier? Mentalist, warum hast du... Ich frage einfach nicht. Weißt du, Schützin, logisch, dass sie hinten bleibt. Ist es ja verständlich. Er tut sie Geister an, ja, halt ihn auf, bitte. Ich verstehe es nicht. Eigentlich haben alle hinten zu stehen und ich in vorderster Reihe. So hat das eigentlich zu laufen. Ihr seid es. Berichtet mir von euren neuesten Abenteuern. Ja. Und denkt daran, einen Blick auf unser Angebot zu werfen. Ja. Guck mal hier. Habt ihr Interesse an einem weiteren Ring? Das soll mich doch. Noch einer? Nicht, dass ich es nicht vermutet hätte. Natürlich nicht. Hier, eure Entlohnung. Ein besonderes Stück aus meiner Sammlung. Oh, danke, danke. Wenn das so weitergeht, wird bald Utwin selbst aus den Tiefen emporsteigen. Dann mögen die Wächter uns gnädig sein. Easy. Ist er gefährlich? Allerdings.
Er war zu seiner Zeit ein angesehener Magier. Sie wollen dich doch nur beschützen. Seine Studien des Dämonenreichs haben ihn mit der Magie des Feuers allzu vertraut werden lassen, berichtet ja. man. Ja, ja, das passiert. Man spielt nicht mit Feuer. Ring der Dämmerung 1. Okay, gab's irgendwie, habe ich mehrere davon oder was? Ring der Dämmerung. Ring der Gedanken. Ring der Magie, Ring der Dämmerung. Was habe ich hier? In 2, Weisheit. In der Dämmerung. Alter, das ist aber auch ein Monster. Will man ja mal sagen, ne? In der Magier. Schon? Die einfach hier der Schütze gar keinen Ring tragen kann. So die richtig ärmste Sau. Jeder von uns hat Ringe, nur der nicht. Okay, Questlog sagt, wahrscheinlich töte noch mehr Geister. Halte Ausschau nach weiteren Geister. Okay, halten wir Ausschau nach weiteren Geister. Sind keine mehr da? Oh, doch, klar. Sofort. Geist von Udvin. Mit einer Quest. Na, gehen wir doch mal hin. Und los. Das Noob-Sly-Geister tötet, dies gehört sich nicht. Haltet ihn auf, diesen Ketzer. Warum? Ich bin ein gar mittelalterlicher Ghostbuster, ja? Ein Geisterjäger. Wie im Buche der Geisterjäger stand. Es ist halt eine geile Quest. Gehen wir hin. Ich finde es voll super. Aber anstatt... Können wir nicht die Geister alle am Stück runterknüppeln? Wäre das nicht einfacher? Genau. Stoppt vor diesem Reh. Auch der Hirsch. Gar köstlich, möchte ich sagen. Ich habe übrigens Hunger. Wie ein Schwein. Kam heute noch nicht zum Essen machen. Und wenn es zu spät ist, brauche ich auch nicht mehr essen, weil ich bin dick. So, guck mal, hier, du. Du alleine klopfst ihn jetzt? Die Rune befiehlt. Wo? Oh. Bin ich? Ach, der lebt noch. In Northunder im Jahre 8 nach der Konvokation. Ihr habt lange geschlafen, wenn ihr der seid, für den ich euch halte. Mhm. Ich wanderte lange durch dunkle Gänge. Sehr lange. Mein Name ist Udvin. Erinnert ihr euch, Udvin? Vielleicht kennt ihr diesen Buch. Nein, erinnert euch. Erinnert ihr euch, nett. Udvin? Er hat lang geschlafen. Was ist geschehen? Heifen fast die 100 Nur Stunden. Nur schwarze Nebel füllen meinen Geist. Ihr seid an die Oberfläche zurückgekehrt, wie eure einstigen Gefährten. Nur Nebel, Stimmen. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, vielleicht erkennt ihr das Buch. Vielleicht erkennt ihr dieses Buch. Ich kenne es. Gibt es mir. Ich kann mich ja nichts erinnern, aber... Ja, ich erinnere mich. Das ist meines Schreibers Hand. Seht ihr? Eine Reise in die Tiefe. Abgründe über ewigem Feuer. Und Klauen. Klauen in der Finsternis. 100 Stunden GZ-Reifen? Ketten, Haken, Körper, Blut... Überall Blut! Hey, der Gott sei Dank. Ich höre Schreie! Der Schmerz! Unerträglicher Schmerz! 100 Stunden. Eine Fratze! Oh, das Monstrum! Fort mit dir! Ungetüm! Sag mal, liest ihr das Buch oder schaut ihr eine schlechte Dia-Show? Und jetzt? Kann ich umhauen? Runenkrieger, zu mir! Kloppen doch einfach mal. Genau, Befehl. Mein Mental. Unverzüglich. Weißt du, Mentalist, klar. Anstatt dass du hier, guck mal, Mana. Die Linien da. Müssen halten. Die Rune befiehlt. Und du könntest kranken Aura der Streiter, was auch immer. Wir werden angegriffen. Zu Befehl. Genau, guck mal, jetzt kannst du mich noch heilen. Schlag sie zurück. Was denn jetzt? Ich bin tot. Oh, bitte. Ich bin noch nie gestorben. Das war das erste Mal. Oh, bitte, nichts über... Nein! Nein! Jetzt muss ich alles wieder zurückgehen. Nein! Warum? Jetzt muss ich wieder zurückgehen. Nein, ich war nicht dran gebunden. ich hoffe, der steht da noch. Immerhin habe ich den Bogen noch.
Hätte ich einfach sterben können? Hätte ich aufgepasst. Verdammt. Nicht zurückgehen? Warum nicht? Du hast Seelensteine, verdammt. Aber ich habe mich doch nicht an den Seelenstein... Stimmt auch wieder. Ich habe mich an den Seelenstein nicht gebunden. Verdammt. Hat er recht? Hat er recht? Schnellreisefunktion. Richtig. Haben wir noch nie benutzt, wirklich. Darum habe ich mich auch nicht dran erinnert. Hast du recht, Firehawk? Danke für den Hinweis. Gehen wir auch mal direkt zurück. Guter später. Später. Alter, mein Deutsch heute. So. Hopp, geh mal näher her. So, Schnellreise. Wohin musste ich nochmal? Lianon. Da, Heldenmoment. Juhu. Ach so, komme ich auch. Nur heute? Ja, nur heute. Natürlich. So, ist der Geist noch da? Ein Abbruch? Tja, ist der noch da? Dich hau ich jetzt gleich um, Junge. Hier. Da kannst du aber Gift draufnehmen. Hat er mich einfach umgenatzt? Und ich kann mich aber auch in die Stadt mal porten. Ist mir auch aufgefallen. Nyan, 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 ni hao, yan. Bo, katsu. Der ist Hasu? Was? Bin nicht sicher, ob das wirklich der Hasu heißt. Auf mein Zeichen. Zweifle ich etwas an, aber okay. So, der wird jetzt einmal umgekloppt. Utas Geist hier. Was soll denn der Scheiß? Vorwärts. Der kriegt jetzt aber ein paar auf Röbe. Der wird sich wundern. Aber hier, weiße Magie wäre ja auch schon echt der Shit, ne? Der hat wieder von Krankheiten geheilt. Ich meine hier, ich muss ja eigentlich nur meine Heiler hier ein bisschen aktiv halten. Mana-Opfer? Nee, wo ist mein Heiler? Da. Krankheiten heilen. Da, Hand auflegen. Geht doch. Ja. Zur Ehre Aonirs! Schlag sie zurück! So, Schlachtruf. Wow, der Schütze wurde direkt mal weggeballert. Und warum? Weil er dumm ist. Hier, das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Alter Vater! Haltet durch, Männer! Außer ich bin kurz vor Verrecken. Alter! Okay, Geist von Unfinn krieg ich nicht tot. Feindlicher Angriff! Die Rune befiehlt. Nee, du bist voll doof, Junge. Opfer dich mal, mein Runengefuschi. Schlagt sie zurück! Alter Vater, was geht denn mit dir, Geist von Unfinn? Nö, ich will hier weg. Alter, ey. Ihr habt nichts gesagt, ne? Aber. Huhuhuhu. Alter Vater. Ah, ihr seid zurück. Ja, ich benötige Heilung. Ich benötige Heilung. Eure Wunden sollen geheilt werden und Krankheit und... Das ist auf Level 20. Stimmt, ich könnte mal aufs Level schauen, ne? Jetzt, wo ihr sagt, würde ich mal auf euch auf sein Level schauen. Da, 20. Und ich? 9. Naja. Alter, ich dachte, du heilst mich. Ah, ihr seid zurück. Moment. Ich benötige Heilung. Eure Wunden sollen geheilt werden und Krankheit und Gift gebannt. So, kann ich bitte noch mal ein bisschen geheilt werden? Noch ein bisschen mehr? Ah, ich will ja nicht meckern, aber mir geht's echt dreckig. Ich benötige Heilung. Eure Ist nicht mal langsam die Folge zu Ende? Ich muss mal pinkeln. In 6 Minuten, ja? Gebannt. Jetzt komm, heil mich doch noch mal ein bisschen schneller. Komm. Sei ein gutes Mädchen. Ja, muss reichen.
Ich muss jetzt zum Heldenmonument wieder? Meine Helden wiederbeleben? Aber boah, kann ich jetzt schon. Da kann ich ja schon mal hier oben hingehen. Ha, Multitask! So. Hier, mit, du musst mir den Schlüssel. Wohin des Wegs, Bürger? Du hast doch hier, ich benötige ich den Schlüssel. Ich benötige den Schlüssel zum Felstor. Mit wessen Erlaubnis? Meiner. Shanmuir, die Heilerin, schickt mich. Es ist wichtig. Nun gut, wie ihr wollt. Seid vorsichtig. Ich habe euch gewarnt. Ja, ich dachte schon, du kommst hier mit mir zum Richtigen. Mach mal hier. Du alles dahin. Klar. Du dahin. Unverzüglich. Du dahin. Verstanden. Vor allem sind die ja alle so low-level. Geht gar nicht. Ne? Katastrophal. So. Ich brauche höher levelige Helden. Die sind alle schwach wie Lumpi. Hier, sowas hätte ich ja gerne, aber kann ich nicht nehmen. Warum? Weiß ich nicht. Dass sie nicht erforderliche Fähigkeiten besitzen. Ja. Eigentlich auch ein Skandal. Wohin des Wegs, Bürger? Naja, ich bin hier so gerade vorbeigelaufen. Sofort. So, jetzt machen wir das Tor mal auf. Wo ist dringend Zeit? Alter, Stufe 20. Sollte mir echt angewöhnen, anstatt die Gegner mal reinzurennen, erstmal alles direkt platt zu machen. Vielleicht doch erst schauen. Ich benutze den roten Schlüssel. So, wie man es macht. Und? Ah! Mensch, das Tor öffnet sich. Noch mal Zeit. Hier, Runde Orks räuchern. Vorwärts. Welches Level sind die denn? So, warte mal kurz. Standhalten, Männer! Schlagt sie zurück! Schließt die rein! Er muss gerade 3 Minuten noch warten. So, Mary Post. Machst die Tür bitte einmal zu. Haustür? Hast du zugemacht? Ja, oder? Ja. So. Ja, wir beenden die Folge gerade, wie ihr gehört habt, ein bisschen früher. Daher speichere ich schon mal. Spiel speichern. So. Wie nenne ich das denn? Gute Frage. Nee, ich war nicht auf Toilette, ich habe gerade die Haustür aufgemacht. Eine Freundin, die kommt gerade schnell einmal kurz vorbei, eine Zigarette rauchen und dann kommt... Nee, egal. Andermal. wir sehen... Wie nennen wir das Safe? Ich komme auf den Titel nicht. Wir haben heute den 7. Guck mal, da kann ich noch einfach Datum eintragen. Das ist doch vielleicht ziemlich klug. 017. Ah, geht nicht. 7, 6... Ah, das geht. Sehr schön. Dann speichere ich das nämlich einmal gerade. Und... ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebes YouTube. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier mit dem Trüppchen eine Runde aufräumen. Bis zum nächsten Mal. Der Chat rastet gerade aus. Ciao.